hier bei Kung Fu Fitness Lifestyle, Kampf Kutsch Commander. Lieferung ist online. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Modi Mülk ist am Start. Ja. Ich habe mal als Teehemd wieder gefunden. Ja. Ja, ich bin nur massiger geworden in der Zeit und früher war es schon eng. Ja. Wo ich zum ersten Mal in China war, das war 2002 im November. Unvergessliche Momente. Und das war, ja. Und da war China noch sehr rot, sehr kommunistisch. Und da hat es einen Nationalfeiertag gegeben. Und da ging es um Mao Zedong. Und ich habe noch viele positive Sachen mitgenommen. Zum ersten Mal, dass ich im anderen politischen System war, nicht nur davor gehört haben, sondern es auch mal live erlebt haben. Und ich habe da von dem kommunistischen Sozialismus viel mitgenommen. Und habe daheim dann auch angefangen, richtig mit das alles zu lernen. Ich habe dann viele Bücher von Karl Marx gelesen, von Friedrich Engels, ja, vom Lenin, vom Trotzki, ja, vom Mao Zedong natürlich, die Mao-Bibel. Wobei ich muss ehrlich sagen, die Mao-Bibel hat mir am besten gefallen, weil Karl Marx-Bücher sind nicht falsch, sind halt Theorien. Ja. Und ich habe sie halt das alles durchbüffelt. Aber die kannst du nicht so verstanden. Das ist schon Politikwissenschaft und sehr komplex aufgeschrieben, sehr kompliziert. Und Mao Zedong hat verstanden, schwere, komplizierte Dinge einfach zu erklären, dass das jeder versteht, auch jeder Bauer, jeder Handwerker. Und deswegen hat mir die Mao-Bibel am besten gefallen. Was ich auch gelesen habe, war im Ernesto Che Guevara-Schriften, der Argentinier, der Fidel Castro Kuba befreit hat und die gegen Batista kämpft hin. Ja. Batista war in Kuba ein Diktator und hat sie quasi Kuba befreit und Castro ist ja später auch so ein bisschen, da hat er viele gute Sachen in Kuba gemacht, da hat er später auch ein bisschen diktatorische Sachen gemacht oder einiges. Ja. Und aber das Buch von Ernesto Che Guevara hat er auch gerne durchgelesen, weil er halt sehr viel Humor in seine Schriften hat. Also das ganze Fachwissen natürlich drin und auch sehr viel Humor, wo er zum Beispiel auch geschrieben hat, ja, um Kuba zu befreien, um die Revolution nach vorne zu bringen, wäre man so bereit, bis dass man sogar die Katze bewaffnet und so. Und fand ich auch coole, interessante Ansichten. Bei Mao Zedong fand ich, weiß ich besser, wie Karl Marx fand, dass Mao Zedong halt sehr praxisorientiert war und Karl Marx, Friedrich Engels war nur Theoretiker. Ja. Gut, man kann aus der guten Theorie in der Praxis gute Sachen umformen, natürlich. Aber es gab auch viele Länder, die hinter was Negatives draus gemacht. Ja, auch. Also zum Beispiel Kuba hat was Positives draus gemacht, China hat was Positives draus gemacht, ja. Vietnam hat was Positives draus gemacht. Dabei muss man auch sagen, dass Mao Zedongs Gedanke, der ist halt dann noch weitergegangen, der hat halt das noch weiterentwickelt von Karl Marx, Friedrich Engels, ja. Der ist halt weitergegangen und der war halt praxisorientiert, der Mao Zedong, ja. Und für China und für Lateinamerika positiv war eigentlich der Marxismus bis jetzt für Europa immer das Gift. Ja. Russland war mit Lenin gut am Start. Stalin hat nichts Gutes draus gemacht, er war ein richtig negativer, schlechter Mensch und war eigentlich mehr hat aus der guten Bewegung einen roten Faschismus draus gemacht. Und auch Khrushchev, das war eine andere politische Linie verfolgt für Stalin, aber von der Gewalt und vom Ganzen war genauso fast und ja, ein bisschen die politische Ebene.
Hat mich eigentlich damals interessiert. Hätte interessiert es mich eigentlich, also gut, ich bin ja nicht mehr politisch aktiv. Ich habe es meiner Frau versprochen, dass ich eine Partei alle austreibe. Ja, weil es meine Frau sich so gewünscht hat und dann habe ich es halt so gemacht, weil mir meine Frau und Tochter wichtiger sind wie irgendwelche Ambitionen. Ja. Und ja, so politische Gedanken hat man immer noch, aber ich drittrangig, viertrangig, fünftrangig, weil ich bin kein politischer Mensch. Aber wenn ich mir da ein gewisses Fachwissen zugeeignet habe und auch meine Gedanken habe, dann hat bestimmt auch jemand anders seine anderen Gedanken, sind auch, können auch in Ordnung sein. Ich fand halt, die beste kommunistische Bewegung war immer die in China. Ja. Und da habe ich einen gelben Stern drauf. Hammer und Sichel. Ja. Okay. Oh, mir zwei vor der Kamera. Hm. Sieht aus wie die Vietnam-Fahne. Ja. Und ein Stück von der China-Fahne genommen. Im Hintergrund habe ich auch noch Bilder. Ja. Ja, Karl Marx, Lenin und Mao Zedong. Ja, also, das lässt mir richtig als Muskeltier erscheinen, das T-Shirt. Ja. Und da können wir zum einigen Thema kommen noch. Also, ich trage das T-Shirt sehr gerne, weil es mir einfach ja, an meine Frau erinnert. Und deswegen trage ich das T-Shirt mit Herzblut, das T-Hemd. Ja. Und deswegen, wenn ich das T-Hemd trage, dann bin ich meiner Frau vom Herzen nah und das gibt mir einfach ein warmes Gefühl im Herzen. Was noch wichtig ist, Training oder Heder, also ich bin ja ständig beim Training, ob ich jetzt Wing Chun mache und Kali mache, also Wing Chun und Kali mache ich die Kurse, was mit Drehschicht schwer ist mit Haushalt und dann muss ich immer gucken, dass ich am Ball bin, da hat man auch nie Zeit, man schichtet. Man möchte Haushalt, man möchte Wing Chun und Kali und dann muss man zusätzlich zu den Kursen, muss man zu Hause auch noch Wing Chun und Kali machen. Dann halt auch viermal in der Woche Bodybuilding, ich war halt auch wieder im Bodybuilding drin, im Gym. Und hey Milky! Und dann hast du gar keine Zeit. Und wenn du noch YouTube mischst, dann bist du immer voll eingespannt, ja? Wenn wir irgendeine Clips drehen und so. Und da gibt es auch jetzt gerade viele Leute, die hatred auch und machen das und jenes. Und da musst du ja manchmal, und dann frage ich mich, bin ich lieber ein Hater oder bin ich jemand, der mein Leben selber im Griff kriegt. Und das hat auch der Padman Sport gesagt und da kann ich dem nur zustimmen. Ja? Wenn ich jemand hater, dann setze ich jemand vor meinem Leben und beschäftige mich lieber mit dem. Oder besser, ich tät einen positiven Weg gehen und lieber mein Ziel vor Augen hat, als jemand anders als in den Vordergrund stellen, den ich eh vielleicht nicht mag. Ja. Und ich habe auch ein Telefonat gehabt mit jemandem, der damals mein Hater war, da war es mein Fan. Und dann habe ich mit ihm telefoniert und dann sagt er zu mir, boah, du hast mal da geschafft, du hast mal da geschafft, du hast das gemacht, du hast das gemacht, du hast jenes gemacht. Und dann sage ich, wo ist das alles? Ja, Internet, Internet, Internet. Die schreiben das über die, die schreiben das über die, die machen, die schreiben das über die, bis heute noch, die schreiben das über die, gibt Flachflash.de, da wird das über die gelöscht, da wird das gemacht über die. Und da habe ich gedacht, wo weißt du das? Also, hey, ich lese das jeden Tag, stundenweise. Und behauptet er, er wird der große Trainer und trainiert selber und so weiter. Vor ein paar Tagen hat er mir geschrieben, er hat nicht weniger Schwätze, sondern mehr Handeln. Da habe ich gedacht, ich habe eigentlich bis jetzt immer einen anderen Eindruck gehabt, dass man schwätzt und nichts handelt. Und vor allem die Zeit, wo der, oder da weißt du auch, dann beschäftigt er sich mit Roger Cegedi und beschäftigt er sich mit Markus Brauer, immer im Negativen. Und da habe ich auch gedacht, die Zeit, und das ist ein Haufen Zeit, wenn der die Zeit, nur wenn er die ganze Zeit ins Training stellt, dann sei auch ins Training, ja. Ja, da wäre richtig krass gut. Ja. Die Leute, wo ich echt bewundere, wo ich zur Elite zähle, ob sei es da wirklich krasse Leute, Leon Ting, ja. Florian Dau,
Ja, Henry Müller, ja, die beschäftigt sich mit so negativen Dingen. Ja, die gucken nicht, wer hat was geschrieben, wird was gesagt, so, und wer ist die Person, sondern was wurde über die Person alles geschrieben, was wurde über die Person alles gesagt. Die konzentriert sich nur auf ihr Training, auf nichts anderes. Ja. Und gut, die haben da noch andere Aspekte in ihrem Leben, denen sie sich auch widmet und denen ja natürlich ihre volle Aufmerksamkeit schenkt. Aber die sind so viel, die haben aber keine Zeit jetzt zu hetere, die sind auch zu niveauvoll, um zu hetere. Ja. Die konzentrieren sich, gucken nicht, wer hat das negativ über mich geschrieben oder wer hat negativ über den geschrieben, wer ist der oder über einen geschafft. Und was. Das interessiert die auch nicht, weil die haben so viel mit ihrem Training zu tun, die sind auf einem Niveau, auf einem anderen Level. Ja, und ich, wie schon gesagt, ich beschäftige mich nicht mit negativen Sachen. So viele positive Leute, die mir begegnen im Alltag, nur das Positive schenke ich Aufmerksamkeit. Ja. Und es wird immer eine kleine Gruppe, die euch nicht mag. Und ich habe auch eine große Gruppe, die mich mag. Das ist halt im Leben dazu. Nicht jeder kann mega. Ja. Und die wollen halt vielleicht auch nicht mega, die kennen halt auch nicht richtig. Ja. Aber wenn ich. Ich habe im Leben zwei Wahlen. Entweder bin ich Tänzer, ja, oder bin ich jemand, der immer im Hintergrund schimpft. Ja. Und oder der in seiner ganzen Lebenszeit beschäftigt, um im Internet über andere das und das und das und das und das und das rauszufinden oder zu lästern oder zu lesen, wer lästert über wen, der verschwendet auch immer seine Zeit. Ja. Die Zeit hätte er schon nutzen können, um was Positives für sein Leben zu machen, selber zu trainieren, selber zu lernen, selber sein Leben weiterzubringen, selber seine Probleme zu überwinden, ja? Selber seine Ziele zu erreichen. Ja? Jeder hat Probleme im Leben. Aber du wirst nie deine Probleme überwinden, wenn du über andere lästerst. Du wirst deine Probleme überwinden, wenn du die Lösung auf das Problem findest. Ja? Wenn du keine Lösung auf das Problem findest, möchte ich nicht schlechter, auf jeden Fall hast du es probiert. Und da stecke ich lieber meine ganze Zeit ins Lernen, in Bildung und ins Training, als mich mit Nonsens zu beschäftigen, als wer was über wen gesagt und so. Interessiert doch kein Mensch. Ja? Finde ich so. Lachflash.de oder was auch immer, was für Seite gibt, ich gucke da gar nicht rein. Weil das bringt mir nicht weiter im Leben. Aber wenn ich ins Training gehe, das bringt mir weiter im Leben. Wenn ich gute Kollegen habe, gute Freunde habe, das baut mir auf. Wenn ich Erfolge im Training sehe, weil ich immer im Training bin, das bringt mir weiter. Auch positive Sachen geschrieben wird, lese gern, das baut mir auf, dann gebe ich noch mehr Power, noch mehr Energie. Ja? Oder wenn ich Fans treffe, ich habe vorher Fans getroffen, ich laufe vom Fitnessstudio raus, war ein bisschen K.O., habe eine Nacht geschlafen, so, kommen wir zwei entgegen, hallo Timo, ja? Ich kenne die Leute nicht so, weil die sind mich und da habe ich gefragt, kenne ich die von der Fabrik oder so? Und dann sagt er, nein, ich kenne die vom Training und ich kenne die von YouTube. Und jetzt sind wir so ins Schwätzen gekommen. Das waren zwei sympathische Kerle. Und da haben wir so gesagt, was für Clips gefallen da und will er selbst von mir machen. Da hat einer mit Marco fotografiert. Und neu. Ja, da hat er mit Marco fotografiert und da sind wir weiter ins Gespräch gekommen und der Fabian hat von uns beide ein Foto gemacht und dann haben wir ein bisschen geschwätzt und so und dann beim Wegfahren ist mir aufgefallen, oder beim Weglaufen schon aufgefallen, oh, das ist peinlich, jetzt gibt es vom Fabian und von mir kein Foto und das mag ich jetzt nicht so, weil das wäre gut, wenn er von mir auch ein Foto hat, wenn er will. Er kann mich auch gerne im Training darauf ansprechen, wenn man uns irgendwo sieht, er ist ja nicht aus der Welt. Dann kann von mir auch gerne nochmal ein Selfie haben. Dann kann man das ja wiederholen. Marco hat von mir ein Foto und sich selber. Ja, immer super Foto gemacht. Wir haben uns da wunderbar unterhalten und war richtig, das war halt leicht zum Anfassen. Ja. Und das hat mich super gefreut. Und deswegen, Marco, Fabian, ich grüße euch hiermit. Ja. Und das war einfach geil, da ein paar Leute zu treffen, die ein bisschen positives Feedback entgegenbringen. Denen gefällt am besten die Kung-Fu-Stanz, wo ich bringe, wo die Feuer aus den Augen kommt. Ja.
Und da war ich vielleicht mal gucken, bald wieder was machen. Und der hat sich richtig gefreut drauf. Ja. Und ich habe mich natürlich auch gefreut. Ja. Und dann habe ich ja gesagt, dass ich ja so bescheiden wie bin, ich mir ja nicht so bekannt. Es gibt dann natürlich Bekanntere wie Schule in Bam, Tanzverbot, Excel, was auch immer. Und dann habe ich schon gesagt, ah, du bist, vor uns bist du der Bekannteste und der Größte und so. Und das hat mir halt aufgebaut. Ja. Dabei ich gewiss nicht Größte bin. Aber die Positivität hat mir aufgebaut. Ja. Es gibt Größere wie mich. Florian ist viel größer wie ich und das respektiere ich auch. Es gibt immer jemanden, der besser ist, ja. Also du bist Bruce Lee oder Jet Li oder Jackie Chan oder Ip Man, dann bist du in einer ganz anderen Liga. Ja, auf jeden Fall war das eine Positivität, das hat mich richtig gefreut. Und halt aufgebaut, ja, und das ist halt, das macht einen ganz anderen Eindruck, wenn man jemanden handschüttelt und treffe immer mehr Leute, die mich kennen, also mein Bekanntschaftsgrad wird immer höher. Und ja, die Leistung, wo man ins Training setzt und ein YouTube und das macht sich dann irgendwie auf Dauer bemerkbar. Ja. Also ja, der. Ah, ich habe den Namen vergessen, da muss ich auf das gucken. Regulator, ja, ich habe da ein paar Clips von dem angeguckt, sehr nice, gefällt mir richtig gut. Regulator, Entschuldigung, der Superclips-Tretter Regulator, in Thailand lebt er ja als Deutscher und die Clips feiern richtig. Der ist schon mit thailändischen Freunden essen gegangen und die haben so auch exotische Sachen gegessen, dann habe ich ein bisschen mitschwätzen können. Wo ist ja von mir jetzt nicht. Ja, gut. Da habe ich ein bisschen mitschwätzen können. Da hat es am Schaschlikspieß Krokodilfleisch gegeben, Kängurufleisch, gegrillter Skorpion am Spieß. Und das hat der thailändische Freund dann gegessen. Er hat da auch ein bisschen mitgegessen. Und hat alles schmackhaft und lecker ausgesehen, weil die thailändische Küche ist eigentlich erste Sahne. Ja. Und dann hat der von allem was probiert und dann hat er einen Skorpion gegessen, erst, also einen Stachel kann er nicht essen, wahrscheinlich weil er giftig ist, so der Koch auch normal wegschneiden. Und dann hat er so Schere gegessen, die hat der Thailänder gleich ausgespuckt, weil es hart war, war vielleicht besser so, nicht dass das noch im Kragen hängen bleibt, der daraus stickt. Und dann hat er da das Fleisch am Körper von dem Skorpion, war ganz weich und lecker und das hat saftig ausgesehen und das hat er dann gegessen. Es hat richtig gleich ausgesehen, dass ich selber Hunger hatte dann auf Skorpion. Ja, dann hat er was schreiben können, weil ich habe da früher am Winter im Restaurant geschafft, gearbeitet. Und dann ja auch oft, hat er mal mit Freunden hat sich zusammengesessen und hat mir was gegeben, was die Kunden nicht so kriegen. Hat es mal Elefantenfleisch gegeben, das hat geschmeckt wie Rind, nur ein bisschen anderer Geschmack dabei. Und dann haben wir Schlangenschnaps getrunken. Das war richtig super. Also Schlange schmeckt richtig gut. Und dann hat der Regulator gesagt, da kennst du ja die exotischen Sachen. Da sage ich, aber hier ist auch mal gesagt, die ziemlich exotisch sind in Europa. Wie, da gibt es ja in Frankreich, da essen sie ja Froschschenkel. Und ja, da hast du Schnee gegessen, das ist auch französisches Gericht. In Knoblauch im Häusle. Da darfst du mit dem Hirn nicht denken, nur mit dem Magen. In Deutschland isst man auch Sachen, die sehr merkwürdig sind. Also in jeder Wurst ist eigentlich, wenn es eine Kunststoffhaut ist, also aus Lebensmittelsach, dann ist das aus Tierdarm gemacht. Ist auch ein bisschen merkwürdig, das zu essen. Aber ich habe es Tonnen davon schon gegessen. Oder halt auch, was da gibt, Kuttler in der Reihe vom Tier, das geht ja noch. Schweineohr habe ich schon gegessen. Das Ringelding vom Schwein dahinter habe ich schon gegessen. Auch altdeutsche Küche und Hirnsuppe habe ich gegessen. Ja, hat sogar meine deutsche Oma frisch immer gemacht. Hirnsuppe auf dem Tisch vom Rind und es schmeckt richtig cremig und sogar richtig lecker. Aber trotzdem, das hat man Tier im Kopf gehabt, könnte man einen Horrorfilm draus drehen. Also, es ist nicht nur,
die Leute gucken immer auf gewisse Sachen in andere Länder und sagen, oh, das können die nicht essen. Aber das essen sie selber dahin, stellenweise merkwürdige Sachen. Ja, also mit dem Regulator komme ich gut aus. Der Kanal gefällt mir gut, weil er die positive Seite bringt. Das ist auch einfach ein guter Lernkanal, wo kulturell was rausstellt. Ja. Der gefällt mir jetzt besser wie der Kanal vom Helmut, weil der Helmut ist immer alles negativ und auch ziemlich verlogen. Wie schon gesagt, die Radler im Lokal, die glauben nicht, dass es da irgendwelche Radler im Thailand Lokal gibt. Weil die weil Rad fühlt sich erstmal gar nicht wohl, wenn ein Mensch drin ist. Und wenn mehrere Menschen drin sind, fühlt sich Rad erst recht nicht wohl, weil Rad hat mehr Angst vor Menschen als ein Mensch vor Rad. Ja? Und deswegen kann man das nicht vorstellen. Und auch Spinner, wenn irgendwo ein unbewohnbares Haus ist, ist die voller Spinner. Aber sobald eine Person im Haus ist, dann traut sich keiner Spinnen ins Haus. Und wenn, dann versteckt es sich irgendwo und kommt dann raus, wenn sie denkt, ah, da ist niemand da. Also, oder auch das Negative, wo über Katze erzählt hat, was nicht stimmt. Eine Katze ist so reinlich und sauber. Eine Katze wird nicht in der Scheiße rumdabern, wie er behauptet. Eine Katze wird auch sich nie gegen Ratten anlegen. Und da hat er so Geschichten erzählt, da habe ich gedacht, gebildet ist das ja jetzt nicht. Ja? Dann auch, wo er so negativ über China gesprochen hat, da hat er mir aber absolut zum Feind gemacht. Ich bin ja halb Deutscher, halb Chinese und China ist für mich das Land. Und da habe ich gedacht, no, das ist ein No-Go. Und habe dann auch deabonniert. Ja? Mein neues Label 24 und so als vom Grundkern mag ich der Helmut. Ja? Aber da muss sich ein positives Weltbild ereignen. Das ist im Land des Lächelns in Thailand, da kommen ja ruhiger ein bisschen Dings her. Ja? Auf jeden Fall der Kanal vom. Das Platz. Ich bin so dumm. Regulator gefällt mir sehr gut. Bitte abonniert alle Recolado. Der hat sich's einfach verdient. Ich denke, dass das ein Kanal ist, der meine YouTube-News immer vorkommt. Wenn Jump for Insiders hat ein guter neue Clip Roster braucht, Logo Player, guter Tipp für Einsteiger im Wing Chun. Wenn man einmal Logo ist im Wing Chun, dann wird man da immer weiter besser von automatisch. Und hat er gute Tipps für Einsteiger gebracht. Wing Chun für Insider soll gut an Muskelmasse aufbauen, was man Wing Chun eigentlich nicht braucht, aber sich an der Muskelmasse zu steigern ist doch eine gute Sache. Ja. Da hat er gute Definition an Arm und an Schulter, an Bizeps, an Trizeps. Hat mir sehr gut gefallen. Was mir nicht gut gefallen hat, dass der da. Äußere Lockerheit, innere Lockerheit, dass er da der Bruce Lee und der TGO so ein bisschen gerügt hat und hat gesagt, ja, die beherrscht doch nicht die innere Lockerheit, also lieber Wing Chun für Insiders. Der Bruce Lee ist der Beste in der Kampfkunstszene, den es in der Welt je gegeben hat. Und der TGO ist auch sehr gut drauf und ich denke mal, du hättest von denen beide mehr lernen können wie die von dir. Und ich denke mal, dass der Bruce Lee und der TGO auch die innere Lockerheit perfekt drauf hin. Und ich weiß, dass du quasi auch sehr gut Wing Chun kannst und meisterlich bist, aber von Bruce Lee und der TGO bist du Millionen Lichtjahre davor entfernt. Ja? Meilenweit entfernt und ist ein bisschen größer wahnsinnig, das zu behaupten. Die Kinder zu nicht lernen und Wörter zu nicht lernen. Ich glaube, dass das Bruce Lee das besser kennen hat wie du und dass das auch der TGO besser kann wie du und dass die Meilen weit von dir weg sind. Ja. So als kleine Rüge. Sonst die Clips vom Wing Chun von Charles. Katastrophe, ich mich verschwätzt. Also die Clips von Wing Chun für uns hat es gefallen sehr gut. Lobenswert, aber ja, man soll auf dem Teppich bleiben. Jo, Thailand hat auch einen Clip gemacht.
Bad nie nachts um drei mit elf. Ja, hat sie da, war ein Fehler. Die hat elf beobachtet mit da und der Be elf beobachtet mit da und oh, ist das gruselig. Der elf beobachtet mit da und Herr Freilich, du die der elf da und beobachtet. Und die da und oh, der elf beobachtet mit da und Freilich beobachtet die der elf da und wenn du nackt in der Badwanne hockst. Wo soll ich so ein Elf nachgucken? Ja, jetzt Elf noch zu da und die angucken, also was ist los? Ja, und dann da hat sich den Elf in die Badwanne mitgenommen. Ja, und da ist das Licht ausgefallen und der Elf angefangen zu stöhnen. Und dann ist das Licht wieder angegangen und dann, oh, was ist mit Wasser los? Das Wasser ist so grün, das Wasser ist so glitschig, oh, das Wasser ist so eklig, oh, das Wasser ist so klebrig. Und steckt sie auf, oh, grüne Sachen auf meinem Schenkel runter, Schleim, grüner Schleim auf meinem Schenkel runter, oh, ist das klebrig, haarig, klebrig, oh, was ist das? Was von der Seite an? Elfensperma, Elfensperma ist das. Oh, meine Herren. Tja, ich bade schon mit Elfen. Nachts um drei. Ja, und bring Prost. Den auch ein bisschen Elfen und Killerclowns möchten uns umbringen. Bedroht aus. Also nicht nur die Killerclowns und Elfen, die ich umbringen will. Ganz Deutschland will ich umbringen, meine Herren. Na, dann wollen wir Gedanken machen. Tja, Kelly Flock ist verliebt in Tanzverbot. Ja, wärst du verliebt in Tanzverbot, wenn der 10 Abonnenten hat? Hey, den im Tanzverbot an ihrer Seite klickt gerne mit dir, aber. Ja, ist das jetzt nur Fame oder ist das echt? Ja, das ist die Frage. Milky, hast du. Oh, die ist weggelaufen. Das hätte man sich denken können bei denen aus. Tja. Aber der Uwe, der wird opportunistisch. Opportunistisch heißt in der Arbeitersprache, der schleimt sich überall ein. Wo Tilan überall unbeliebt war oder ist, da hat er über Tilan herzogen. Oh, geschumpfen. Hä? Jetzt, wer ist sehr beliebt? Excel, Tanzverbot. Das sind die reinste Nulle. Vom Verhalten her, von ihren Clips her. Und die feiert er richtig. Oh, Excel hat so eine Wohnung. Hey, Tanzverbot. Hat ja schon Real Talk wieder rappt. Kommt schon was verstanden. Und, oder, also die lobt er ja richtig. Ja. Und da denke ich, was ist denn los? Ja, jetzt was ist denn los? Unge, der schleimt sich nur überall ein, weil er Fame war. Ja. Gut, wenn man Julian Bam lobt, ist ja klar, da gibt Mecht halt sein Bestes, da hat er auch recht, der Unge. Ja? Und wie der Excel bei dem Musik wieder mitgemacht hat, das war auch sehr super von Excel. Super Leistung, ja. Aber wie er sich so normal einschneidet bei Late, Excel duscht, oder Excel möchte das, und Excel möchte das, also normale Tipps, oder Excel möchte, drei Scheiße sind. Und der Unge, ja, super! Da denke ich, weiß nicht. Also, ich glaube, der Unge, der meint es nicht echt, der will nur Fame sein. Ja, also, ja, ich habe ja vorgeschlagen, so haben wir meine Clips kommentieren, ja, und ich habe auch zu meinen Abonnenten gesagt, sag das einmal im Unge, da, schlag das mal dem vor, und der Unge hat dann das nicht gemacht, weil er nur die Große, denn die Große Größe macht, ja, das wird bei den Großkonzernen, ja, das, upsi, Entschuldigung. Und ja, jetzt wo war ich jetzt? Also Herr Christian hat sich selbst ins Gefecht gestürzt und sich zum Unge. Ja, jetzt kommentiert er mal sagen vom Lee Fung Team und vom Kung Fu Fitness Lifestyle. Als Dank ist er vom Unge gelöscht worden. Aber herzlichen Dank, Christian Herr, für deinen Einsatz mal wieder. Ja? Das ist auch schon jetzt vor ein paar Monaten passiert, aber trotzdem. Ja? Tja. Google Leute, und das ist was ich meine. Das ist jetzt gute Kritik an der Unge.
Und ein bisschen überspitzt mit Entertainment, ja. Schleimig und Schleimer und so weiter. Dass das nicht so droge ist, dass es ein bisschen unterhaltsam ist.